Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Dantes Inferno Part. Glaube ich einmal. Nein, ich glaube, Rarune. Ja, das kann auch sein. Ja. Also, wir sind uns nicht sicher. Das Problem ist, unser Bier ist jetzt ausgegangen und ja, das heißt, wir werden jetzt Bier holen gehen und wir lassen einfach mal den Part so, wie er jetzt ist. Also, macht's das gut. Tschüss, Papa. Das war natürlich nur ein Spaß. Wir spielen natürlich weiter. Ich hoffe, ihr habt noch immer Spaß mit uns. Und wir legen gleich los. Noch einen ordentlichen Schluck vom Bier. Ja, eine Dose haben wir noch. Die teilen wir uns jetzt. Popcorn ist auch schon bereit. Und ja, gut, dann beginnen wir. Mein Havara hat das Pad in der Hand. Wir haben jetzt den Ton ein bisschen runtergedreht. Nämlich, man hört uns sehr schlecht, wenn die Action richtig losgeht. Das übertont uns halt, jetzt machen wir es halt so, bei Cutscenes drehe ich es halt höher. Und ja, ansonsten lasse ich es halt unten. Das Mikro lassen wir halt volle Kanne aufgedreht. Ja. Ja, ihr könnt uns ja schreiben, ob es euch zuerst besser gefallen hat oder jetzt. Ja, wie es wollt. Wenn es euch ein Bedürfnis ist. Ansonsten machen wir es jetzt so. Ja, genau. Und wenn es einmal ein Problem gibt, dann schätze ich mal, haben wir ein Problem. Ja, das ignorieren wir dann einfach. Genau, ja. Das können wir Gut. ja. Na gut, gehen Ja. wir los. Gut, also wir haben jetzt diese Selbstmordfrucht da bekommen. Mit der kann man anscheinend Gegner betäuben. Ich werde sie wahrscheinlich nicht verwenden, weil ich es nicht gewohnt bin. Aber ich zeige es euch einfach mal. Gut. Zeig's einmal. Das ist das. Das ist eigentlich ziemlich cool. Fällt Ja, mir gerade auf. das ist ja so cool wie kühles Eis. Ja, sehr kühles Eis. Ich hätte gern ein Magnum. Eigentlich eh noch in meiner Marktlücke, dass man es noch nicht bestellen kann, Eis. Ja, okay, das ist wirklich nur in geschissenen Restaurants oder Eissalons oder sonstiges. Den hast du jetzt voll die Nuss gegeben. Und gleich Das ist nochmal. echt leibend, dieses Stunt-Ding. Das ist cool, ja, wie er da steht und ich kenne mich nicht aus, wo links und rechts ist und was weiß ich nicht, was alles. Was sagt ihr zu Dantes Mutter? Dantes Mutter war doch wirklich fesch, oder? Überhaupt das Seil war auch sehr fesch, muss ich sagen. Das Seil war das Highlight. Das Seil ist super. Also nichts gegen das Seil, aber. Schon wieder unkonzentrierter. Konzentration. Konzentration. Muss ich konzentrieren? Wo ist mein Bier? Ich mach wirklich Blödsinn. Da komm jetzt. Reiß dich zusammen. Bisschen leise sein für den Kollegen, hä? Oh, nur ein bisschen. Da kannst du Lebensenergie holen. Na, voll. Wird aber bestraft. Wird bestraft für das, was er getan hat. Richtig. Schade, dass er mir keinen Mana gibt. Der Wichser. Sonst könnte ich nämlich die Rüstung verwenden. Haben wir zu wenig dafür? Ja. Okay. Das war natürlich ziemlich deppert. Aber ich wollte euch ja unbedingt dieses Betäuben-Ding zeigen. Also im Prinzip eure Schuld. Schämt euch, geht's in die Ecke. Nochmal bestrafen. Bestrafe. Und jetzt kommt wieder dieser. Nein, der Penis bleibt diesmal oben. Also für mich schaut es aus wie ein Penis. Und wir gehen weiter durch den Selbstmordwald und wir kommen in die Wüste. Da kommt er wieder. Ich muss jetzt einmal lauter drehen. Geht? Gewalt auch gegen Gott sich wendet, wenn das Herz ihn verleugnet und seine Güte schändet. Ja. Drück nochmal. Gottes Rache ist fürchterlich, nicht wahr? Die sieben Könige, die gen Theben zogen, fanden den Tod in fernem Land. Sieh nun zu, dass an den Bäumen du bleibst und meide den fallenden Sand. Meint er damit Treibsand? Weiß nicht, aber mir ist aufgefallen, der Dante fragt ihn was und er sagt irgendwas. Gut, wieder leiser gedreht, aber bitteschön, da! Wir haben hier ein Wahnsinnsfeature für euch, aber zuerst werde ich mich heilen. Ja, damit wir das dann später nicht mehr machen müssen. Und jetzt werden wir speichern.
Gespeichert. Diesmal extra lang. Gewalt. Und wo gehen wir jetzt hin? Wo sind wir jetzt? Abstieg? Nein. Na, der abscheuliche Sand, das ist auch sehr... Hat er eh gerade gesagt. Ah, gut, da kann man drüber laufen. Anscheinend. Ich hätte auch geglaubt, ich verliere jetzt Energie. Ja. Und Mana. Ja, damit. Ein Bösewicht. Oh, den hat's zerfetzt. Mach das nochmal. Ah, so, das sind Selbstmörder. Ziemlich dumme. Schau, wie er da hinterherläuft. Kollege ist super drauf anscheinend. Ich glaube, das ist jetzt unser sechstes Bier. Nein, wir sind keine Alkoholiker. Und wieder schon wieder so ein scheiß Magier. Ich hasse diesen Magier. Vor allem mit dem... Verdammt. Oh mein Gott. Jawohl, gib ihm Saures. Hey, das hat funktioniert. Ja. Cool. Nochmal gegen nochmal. Aber jetzt habe ich schon wieder Keks für die Rüstung. Ah, und ihr seid schuld. Ah, ja. Ah. Das geht schon, das geht schon. Ja, mit seinem Schild nervt. Na, sein Schild nervt wirklich. Bescheuertes Schild. Boof! Okay. Das hat ihn jetzt nicht sehr viel ausgemacht. Nein. Aber jetzt. Jetzt kriegt er die volle Abreibung. Boof! Und er lebt noch immer. Oder? Ja, nein, er ist schon tot. Das merkt er. Ich spiele eh gerade urmies. Möge man mir verzeihen. Ach was. Aber diese Magier hasse ich, die habe ich schon damals gehabt. Ich hasse sie auch. Hab ich bis jetzt gegen einen gespielt? Gegen einen Magier? Ja. Habe ich auch schon? Im letzten Part. Ah, okay. Oh, jetzt musst du aufpassen. Verwende deine Rüstung. Das war schnell. Das war down. Okay. Das. Down. Gut. Man möge mir verzeihen. Mir wieder Mana. Jetzt habe ich natürlich sofort auf die Selbstmörder vergessen. Oh. Mach mal Puff Puff. Boom. Okay, das Puff Puff hat gefehlt. Na geh. Na komm jetzt. Verdammte, wirklich. So viel. Hat er schon erlebt. Geh mal darauf. Und da spring rauf. Ah, schau, was ich. Oh, gutes Auge. Gott sei Dank bin ich gestorben. Gutes Auge, wirklich, Gott sei Dank, ja. Okay, gut. Brunette Latini. Philosoph und Scholar war ein früherer Mentor des jungen Dante. Haha. Als Strafe für die Sünde der Sodomie schmort er im siebten Kreis der Hölle. Sodomie, okay, gut, also. Ich nehme mal an, Pinguine. Ja. Okay, gut. Bestrafen. Ja, das ist grauslich. Das ist wirklich grauslich. Vor allem mit Pinguinen. Die armen Pinguine. Können ja gar nichts dafür. Nein, du hast das Ding vergessen. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Alles mitnehmen. Vielleicht ist da wieder so eine Kackmünze drinnen. Ja, oder wieder 3000 Seelen. Oder? Ja, das wäre cool. So eine Kackmünze. Eine Kackmünze. Perfekt. So, und jetzt. Jetzt gib den scheiß Caster, Alter. Auf die Fresse. Verwend Magie wieder. Na, in die richtige Richtung bitte. Was ist los? Sie drängen dich in die Ecke. Ich grad nicht. Ah, jetzt geht's wieder. Oh, oh, oh. Aha. Oh, oh, oh. Perfekt. Gib ihn. Na, ich glaube, du bist dann gleich wieder dran. Warum habe ich eigentlich kein Mana? Ich glaube, der draint das. Das kann sein. Vielleicht hätten wir uns doch diese Mana-Regeneration drinnen lassen sollen.
Vielleicht hat sich da vorher auch nicht geholfen. Ich laufe jetzt mal im Kreis und hack immer wieder rein. Oder ich mach mal, also das geht ja nicht. Das geht ja nicht, ne? Das ist ja das Problem. Oh, das war gemein. Gut. Ich lasse jetzt den Kollegen weitermachen, weil das frustriert mich. Außerdem kann ich beim Spielen kein Bier trinken, ist nicht so leibend. Ja, das ist eine gute Idee. Prost. Prost. Okay, gut, weiter geht's. Aber echt seltsam. Ich beobachte sie jetzt, ob er drained. Dann kann man das gleich ins Infobuch schreiben. Info. Okay, gut, wenn da eigentlich ein Magier kommt, der die Mana-Ding abzapft, ist das ziemlich unlogisch, dass da noch Mana gibt. Ja, muss am Anfang gleich alles raus haben. Oder ich hab's einfach mit den zwei Stößen verbraucht. Oh, okay. Aber dann vergiss die Stöße und hype sie für die Rüstung. Ja. Wenn wir sonst für die. Hast du uns das erwischt? Nein. No. Perfekt. So, die Sodomie-Typen da oben killen wir wieder. Und dann kriegen wir wieder unsere Kackmünze. Neue Fahrstuhlmusik, ja? Okay, gut. Ja, okay, gut. Ja. Wir haben es eh schon gelesen. Und ins Gesicht. Ist zerschmettert. Zerschmettert, hat er gesagt. Zerschmettert. Boah. So. Puff. Achso, ich wollte es ja auch immer wieder rüsten. Problem ist, dass man diese Dinge nicht gescheit wegstoßen kann. Ohne dem. Aber sauber, sauber, sauber. Ja, momentan, aber ich komme jetzt auch wieder nicht raus, weil sie mich in die Enge treiben. Aber komm, 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 Dante. Mach mal Dreieck-Move. Nein, die Viecher sind schon heftig. Ah, Alter, sie drängen dich voll weg. Aber ich mache jetzt. Nein, das geht sich nicht aus. Das war cool. Ist er weg? Ja. Er wird trotzdem knapp. Ja, das stimmt. Moment, warum kann man ihn verletzen? Au! Oh. Geschleift dich, jetzt habe ich eh schon so wenig Energie. Jetzt ist auch schon wurscht. Alter, das gibt's ja nicht, dass wir da nicht weiterkommen. Ja, da werden wir wohl wieder schneiden. Ja, scheint so. Oder wir lassen es einfach und ihr schaut uns zu und. Oh ja, das wird. Ich sage das dir. Das benennen wir Special-mäßig. Das ist das Special. Okay, gut, jetzt bin nochmal ich. 24.5 oder. Nein, Entschuldigung. Punkt 5. Ach Gott. Es ist auch so zart, dass man jedes Mal wieder die Seelen neu erlösen muss. Okay, was war das jetzt von mir? Ich glaube, ich soll kein Bier mehr trinken. Au! Tu mir doch nicht weh. Da hat er explodiert. Au! Du springst in mir auch rein. Ja, ich weiß, ich habe ihn, hab ihn so lieb, weißt du? Gib ihn. Und jetzt müssen wir wieder darauf. Ach Gott, Special. Ah, zum dritten Mal sehen wir das jetzt schon. Dass es euch richtig gut einbringen kommt, das kommt zur Prüfung. Vergesst das nicht, ja? Es kommt dann später in die Prüfungsfragen und ihr kriegt aber von mir keinen Zettel zum Ausfüllen, ja? Wieder diese scheiß Kackmünze. Ich werde dann fragen, was war hier drinnen und was war er da, ja? Ich weiß den Namen selber nicht mehr schon. Wisst ihr noch den Namen, dann schreibt ihn rein. Und wir geben ihn gleich mal. Und. Okay, passt. Nein. Aua. Das war gemein. Okay. Und jetzt gehen wir hin. Jetzt ist er alleine. Das Einzige, was uns eigentlich fehlt, ist ein Mana-Buff für zwischendurch. Ja, das wäre wirklich cool. Ja, schieß deine komischen, was weiß ich was, Laserstrahlen. Beamsaber. Komm, 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 weg, 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 weg. Und gib ihn.
Gib ihm. Nein! Jetzt habe ich meinen letzten Ding für das verschwendet. Ja, der zieht das magnetisch an, dieser Pfosten. Da bin ich vorher schon dagegen gesprungen. Mich würde interessieren, ob du dem mit dem Schild Schaden machst, wenn du auf ihn einhaust. Soll ich mal? Ja. Ja, der beziehungsweise steht, wenn du ihn gerade erwischt. Ne? Der steht gerade so schön vor mir, weißt du? Ja, dann. Jetzt geht sich's aus. Jetzt sollte es sich ausgehen. Wenn es sich jetzt noch immer nicht ausgeht, dann tue ich es mir selber leid. Ah, hat's blockt, ja? Heftig. Er hat schon wieder blockt. Und da gibt mir. Und jetzt gebe ich ihm. Ja, jetzt müsste er gleich down sein. Oh! Ja, du sollst nicht auf den Boden schießen. Alter, komm jetzt. Geht schon. Und jetzt bestrafen. Und geteilt! Und bitte Lebensenergie. Danke. Das war zwar nicht viel. Zwar nicht viel, aber es ist besser als nichts. Und wir kommen jetzt endlich mal weiter. Ich hoffe, er speichert auch hier automatisch dann gleich als Safe Point. Da vorne ist wieder wer zu befreien. Okay, das nehmen wir uns gleich mit. Seelen. Nein! Schon wieder eine Kackmünze. Das sind viel unnötiger als zum Beispiel 3000, 4000, 5000 Seelen werden leiden. Ja, 5000 wären wirklich cool. Okay, was hast du getan? Sollen wir ihn fragen? Ja, fragen wir ihn. Müssen wir. Was hast du getan? Guerde. Suhlte sich im Blut seiner Feinde und gab sich den Freuden der Sodomie hin. Das ist auch grauslich. Na, das ist zu grauslich. Du bleibst hier unten. Tut mir leid. Macht's gut. Okay, wieder zurück. Und hier rauf und hier rüber. Hopp. Ah, Lebenspunkte, Mana-Punkte, sehr gut. Dann muss er mal wieder hochheilen. Und einen ordentlichen Schluck von Bier. Ich muss ja nichts machen. Ja, das stimmt. Aber auch du wirst das Joypad wieder in die Hand kriegen. Auch ich nicht, ich bin auch nicht fehlerhaft. Katzin. Genug! Nein! Es ist nicht an uns, über diese Seelen zu richten! Welche Seelen? Deshalb kämpfen wir! Sie sind nicht wir! Kämpft mit mir, Kreuzritter! Vergießt das Blut der Heiden! Ziert euch nicht! Ihre Seelen sind schon verloren! Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Okay, dann schauen wir mal, was der kann. Ein Kreuzritterchen. Der ist gar nicht übel, der blockt nur viel. Ja, aber gegen meine Dinger kann er auch nicht viel ausrichten. Auch da wird er niedergeschmettert. Ah, treffen müsste jemand. So, kann man den bestrafen, erlösen? Nein, kann man nicht, okay. Okay, dann gehen wir in den Achtosaurus, ne? Qualt mal irgendwie. Ja. Wuff! ja. Kampfhaltung von Rise of a Sun oder Son of Rome. Son of Rome heißt das Spiel. So schauen diese Typen auch aus. Voll. Die haben verlieren zwischendurch ihre Schilde. Ah ja? Wie sie da, Alter, die Kreuze fetzen urein. Das schaut auch hochmächtig aus, finde ich. Zweiter down, dritter down. Alle down. So, kommt noch wer? Noch wer Lust? Du? Alleine? Gegen mich? Dann drängen wir dich in die Ecke und tut mir leid. Ja. Oh, hinter mir kommt einer. Geh raus aus dem Combo, danke. Boom. Okay, das war Nummer 1. Okay, der lässt mich nicht gehen. Na, dann wirst du auch hier sterben. Das schaut super aus. Also ich finde, die Kreuze sind echt mächtig. Voll. Versuch mal L2 und Kreis zu drücken. Ich habe vorher was gelesen. L2? Und Kreis? Voll. Das okay. Müssen wir auch mal ausprobieren. Jo.
Und gleich beim ersten, nächsten. Aber bei dem kann ich das nicht. Und runter mit dir. Und nein, willst nicht. Runter mit dir. Und jetzt können wir da ohne Probleme rüberspringen. Aber das machen wir im nächsten Part. 20 Minuten ist genug. Ich hoffe, es gefällt euch mit uns. Herzfehler, mein Name, schon lange nicht mehr verabschiedet mit den Namen. Ich bin namenlos. Er ist namenlos, er ist der, der nie wieder ausziehen wird. Der Typ auf der Couch. Lasst Comments da, vielleicht ein Abo, alles Mögliche, ein Daumen vielleicht, hin und her, ob es euch gefällt oder nicht mit uns. Schönen Abend noch. Also bei uns ist jetzt Abend. Tschüss, Papa.